Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Heute haben wir das erste Mal den Fake hier, also den Schrecken im Hintergrund für alle, die die Pferde noch nicht kennen. Links der Schimmel, das ist Flate hier. Rechts hinten der Schecke, das ist Fake hier. Und vorne ist der Stormyr, das ist der Islandwallach von unserer Tochter. Links ist mein Easy-Wallach, der so langsam so ein bisschen in Rente gehen soll, weil er jetzt 24 ist. Und der Schecke, das ist mein neuer Easy-Wallach, zu dem gibt es auch schon ein paar Videos. Wer die besondere Geschichte dazu nochmal schauen möchte, muss einfach so ein paar Videos zurückgehen. Wie ich mit ihm überrascht wurde. War eine ganz besondere Geschichte, der kann sich das gerne da nochmal angucken. Und heute haben wir die drei das erste Mal zusammen. Also Fake hier, der Schecke, steht mit Flate hier, dem Schimmel, schon einige Wochen zusammen auf der Wiese tagsüber. Nachts sind sie in der großen Laufbox. Das war überhaupt kein Problem. Also sie haben sich vom ersten Tag an super verstanden, haben überhaupt nicht rumgezickt. Das Ding ist halt nur, dass Fake hier, also der Schecke, erst Anfang Dezember kastriert wurde, also jetzt vor gut etwas über 3 Monaten, also als ich ihn bekommen habe, er war noch Hengst bis dahin. Und Stormyr, das Pferd von unserer Tochter, ist zwar mittlerweile einige Jahre schon kastriert, also 4 oder 5 Jahre, der ist aber auch erst spät gelegt worden, mit 6 oder 7, genau wusste es die Züchterin nicht mehr. Ist also so vom Verhalten her auch noch relativ hengstig. Noch dazu kommt, dass Stormyr halt der Chef der aktuellen Herde ist, also die sind im Moment zu 6 gerade. Das sind 4 Isländer, ein Shetland-Pony, ein Tinker und er ist da der Chef. Und wir hatten halt den Fake hier, den neuen, bisher noch nicht mit dabei, weil es einfach ein bisschen gefährlich war und er auch erstmal seine Hormone ein bisschen runterfahren sollte. Aber wie man hier sieht, hat Stormyr doch noch ein bisschen mehr Hengstmanieren als Fake hier. Deswegen standen die bisher noch nicht zusammen. Jetzt haben wir sie heute das erste Mal zusammengestellt auf einer großen Wiese, sodass sie genug Platz zum Ausweichen haben. Ich habe den vorsichtshalber für alle Fälle Stallgamaschen draufgepackt, dass sie halt zumindest sich die Beine unten nicht kaputt hauen, in Anführungsstrichen. Wobei bei den Hengsten oder Wallachen ja eher das Problem ist, die treten ja eigentlich nicht so, da ist ja eher so dieses Beißen, Steigen und so weiter. Recht in und beißen sich aber auch gern so vorne in die Vorderbeine, also auch beim Spielen. Fake hier und Flate hier, also Schimmel und der Schecke, machen das auch gern, wenn die zusammen spielen, dass die sich halt vorne immer in die Vorderbeine beißen, auf die Knie gehen und so weiter. Oder Knie sind es ja nicht, Entschuldigung, Knie sind ja hinten. Dann einfach, dass das ein bisschen geschützt ist. Das haben wir die Vorsichtshalber heute mal drum gemacht. Normalerweise bin ich da gar nicht so empfindlich, aber heute sind wir mal ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Ja, ich bin ganz erstaunt eigentlich, also dass es so relativ gut doch klappt und die beiden jetzt doch gar nicht mal so arg miteinander kämpfen. Also ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt, was sie hier machen, jetzt auch gerade wieder zum 85. Mal auf den gleichen Haufen äppeln. Ja, immer abwechselnd, erst der eine, dann dran schnüffeln, dann kommt der andere, äppelt wieder drauf, schnüffelt dran, dann kommt wieder der erste, äppelt drauf und schnüffelt dran. Das ist jetzt, glaube ich, schon das 5. Mal oder so, dass sie auf diesen Haufen machen. Das ist halt auch so ein typisches Hengstverhalten. Bei unseren Mini-Hengsten, bei den Deckhengsten ist das ganz extrem. Die haben wirklich auf der Wiese, wenn die im Herbst zusammenlaufen, gibt es da eigentlich nur einen Kackhaufen. Der ist dann ungefähr 3 Meter hoch, also zumindest so hoch, wie sie es schaffen, die kleinen Ponys. Aber die machen auch immer auf dieselbe Stelle. Ja, deswegen haben wir jetzt heute gedacht, okay, das Wetter wird besser und langfristig sollen die natürlich alle zusammen in einer Herde laufen. Das ist natürlich das Ziel. Und ja, die schwierigste Vergesellschaftung wird halt die von diesen Zweien hier sein, weil Stormyr halt einfach der Chef ist und recht dominant ist und natürlich auch seine Herde verteidigen möchte gegen jedes Pferd, das da neu dazukommt. Fake hier muss jetzt mal wieder auf diesen Haufen draufäppeln, wenn noch was kommt. Ja, doch, bisschen. Zwei kleine Kackhäufchen kommen nochmal. Ist eigentlich, also Fake hier ist eigentlich sehr, sehr verträglich. Vor allem, wenn man überlegt, dass er bis vor kurzem noch Hengst war. Aber die Isländer kennen das ja in der Regel auch, dass die immer in großen Herden stehen in der Aufzucht, auch die Hengste und so weiter. Von daher sind die eigentlich eh sehr gut sozialisiert, alle. Also Stormyr stand auch immer in einer großen Herde, als wir ihn gekauft haben, direkt vom Züchter stand er in der Herde mit ungefähr 15 Hengsten und Wallachen. Also überhaupt kein Problem. Schimmel da hinten, der Flate hier, hält sich sowieso raus. Der denkt sich, lass die beiden Jungspunde da vorne mal machen. Und also ich finde, es klappt erstaunlich gut. Ich hatte echt mit Schlimmerem gerechnet. Also so ein bisschen klar, dass die mal aneinander geraten. Sind auch beide noch sehr verspielt. Das ist okay, solange sie sich jetzt irgendwie nicht verletzen gegenseitig. Alles gut. Stormyr beißt sich gerne mal so ein bisschen im Hals oder in der Mähne fest bei anderen Pferden halt so typischerweise. Aber auch das ist jetzt gerade okay. Also
Ja, jetzt muss er noch mal gerade so kurz kleine Attacke machen. Ich meine, man sieht halt schon auch, ne, wie die sich dann einstellen, Hals machen und so weiter, dass da schon noch Hengstverhalten halt auch drin steckt, ne? Das ist einfach so. Aber solange das so jetzt hier alles abläuft und die sich nicht verletzen und alles halbwegs friedlich bleibt, bin ich da schon sehr zufrieden. Das war jetzt so ein bisschen der Test, bevor wir dann die ganze Herde halt zusammenstellen. Ich meine, auch dann wird es erstmal nochmal Theater geben. Da sind zwei Pferde bei, die sehr rangniedrig sind. Die werden sich sowieso raushalten. Dann Gummibärchen, unser Shetty-Wallach steht ja mit dabei. Der ist sowieso immer, den interessiert gar nichts. Der hat ein Selbstbewusstsein für drei Kaltblüter. Also den interessiert gar nichts. Der zankt nicht, aber der stellt sich auch einfach irgendwo hin. Der geht auch nicht auf Seite und die anderen akzeptieren das so. Also die tun ihm auch nichts. Der hat irgendwie Narrenfreiheit. Der darf sowieso alles bei jedem. Das ist eh immer. Und ja, dann gibt es noch ein Zweier gespannt, Stute und Wallach. Da könnte es noch mal ein bisschen spannend werden. Vor allem, falls die Stute dann mal rossig wird, da muss man halt sehen, ob das dann funktioniert. Ob die Wallache dann nicht alle ein bisschen. Ja, und noch mal auf den Haufen. Weil der als letztes draufgeäppelt hat, ist scheinbar der Chef. Und noch mal erstmal dran riechen. Ach wohl, Fake hier macht jetzt da hinten einen neuen Haufen auf. Bisschen weiter hinten. Da muss jetzt auch noch mal dran geschnüffelt werden. Gut, dass wir das nicht machen, so Menschen, ne? Also jedes Mal, wenn wir ein Geschäft erledigt haben, erstmal Kopf in die Kloschüssel und dran riechen. Wäre ziemlich seltsam, aber ja, bei Hengsten ist es halt so klassisch. Also wie gesagt, unsere Mini-Hengste Pantau, G und König machen das ganz extrem, also noch viel extremer wie die zwei jetzt. Aber es sieht ganz gut aus. Also ich bin echt guter Hoffnung. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass es gar nicht klappt und die völlig aufeinander losgehen und ich die wieder trennen muss irgendwie. Aber so finde ich es jetzt echt in Ordnung. Also, dass die mal ihre Rangordnung klären müssen, das ist ja einfach so. Vor allem bei zwei dominanten Pferden. Klar, einer muss halt Chef werden, ne? Also irgendwo muss Fake hier sich jetzt einsortieren in die Rangordnung. Aber ich hätte echt mit mehr Theater gerechnet. Bin gerade ganz, ganz happy eigentlich damit. Ich kann euch das gerne auch nochmal mitfilmen, wenn dann die komplette Herde zusammengeht. Das wird ja auch nochmal spannend. Mal gucken, ob wir das jetzt morgen direkt machen oder erst noch mal warten, also Stück für Stück. Wie gesagt, ich bin da jetzt aktuell lieber ein bisschen vorsichtiger. Bei uns ist noch nie was passiert. Ich habe bisher da keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber es muss ja auch nicht sein. Und ja, deswegen schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall ganz happy, dass es jetzt hier so gut geklappt hat. Habe gedacht, so ganz spontan, ich filme euch das mal schnell mit, wie das funktioniert. Und ja, ich lasse die drei jetzt erstmal hier in Ruhe grasen den Tag über. Heute Abend hole ich sie rein, dann geht allerdings Stormy erstmal wieder in seine Herde und die beiden anderen in ihre Laufbox über Nacht, weil wir sie ja halt einfach nicht so gut im Auge haben, dass da erstmal nichts passiert. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt und sag hoffentlich bis bald.